Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, die Post war da. Und dieses Paket mache ich jetzt mal auf. Und zwar ganz stilvoll mit einem echten Rambo-Messer. Klein, aber fein. Gut, aber darum geht es nicht. Es geht um den Inhalt dieses Paketes hier. Und ein YouTuber hat mal gesagt, bei einem Unboxing-Video ist es ganz wichtig, es mit einem Messer aufzumachen. Ja, und dem komme ich mal nach. Ob das stimmt, keine Ahnung. Machen wir es mal stilvoll und vorsichtig auf. So. Dann wollen wir mal schauen, was hier so drin ist. Aber erstmal Safety first. Und das gute Schätzchen mal hier sicher verstauen. Ist alles andere als scharf, aber es hat einen gewissen Stil. Sagen wir mal so, das Messer jetzt. Ja, gut eingepackt hat der Kollege das. Und dann holen wir es mal hinaus. Was könnte das sein? Was könnte das sein? Hier haben wir schon mal ein Kabel. USB, Serial. Hier ist sogar noch ein On-Top mit dabei. Und Diskettenport. Gut, dann holen wir noch mal das gute Rambo-Messer raus. Machen das mal vorsichtig auf. Da ist es schon offen. Simsalabim, da ist sie. Ultimate 2 Plus. Ja, alle C64-Freunde müssten dieses Gerät eigentlich kennen. Die einen lieben es, die anderen stören da nicht so drauf. Wie neu. Wie neu. Seriennummer 42-16-357. Was das auch immer heißt, keine Ahnung. Ja, das Gerät habe ich günstig bei eBay ersteigert. Da konnte ich einfach nicht drum herum gehen. Ich schleiche ja schon mehrere Jahre um dieses Gerät. Aber das war mir entweder zu teuer oder nicht verfügbar. Und danach wieder zu teuer. So, ich würde sagen, so, ziehen wir den Commodore mal heraus. Ja, wie man sieht, ist dieses etliches angeschlossen. Das muss jetzt weichen. Meine gute Final Cartridge 3 Plus, die muss leider auch weichen, aber die ist auch hier drin und noch vieles mehr. Meine SD2IEC, die kann auch erstmal wieder raus. Das gute Schätzchen, was wirklich sehr gut ist, ja, das muss erstmal ein bisschen weichen. Stellen wir so lange hier hin. Ja, ich würde sagen, ich stecke das Gerät mal hinein. Ich habe auch Glück gehabt mit der Farbe. Was gibt es an mehreren Farben? In Rot, Blau, Grün, Gelb etc. Und auch in Schwarz würde vielleicht auch noch gehen. Aber so finde ich das eigentlich optisch am schönsten. Wofür diese Steckkarte ist, weiß ich gar nicht so genau. Ist irgendwie ein Tape-Adapter. Ich schließe einfach mal mit an. Das war halt mit dabei. Ich habe es nicht zwingend gebraucht. So, und damit wäre das auch drin. Wie man es anschließt, ist, denke ich mal, selbsterklärend. Einmal hier rein. Einmal dort rein. Und Serielport hier rein. Und hier rein. So, Nachteil ist natürlich, jetzt kann ich meine Original-Floppy nicht mehr benutzen. Gut, irgendein Haken muss die ganze Geschichte hier haben. Und dann kommt hier noch ein kleiner USB-Stick rein. Ja, und dann würde ich sagen, kommt der große Augenblick. Und starten es einfach mal. Wenn ich Glück habe, funktioniert alles so, wie ich mir das vorstelle. Monitor an. Und mal gucken, was jetzt passiert. Oh, habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Mal gucken, was passiert. Viele not found. Okay, ich denke mal, das Disketten-Image ist noch nicht gemountet. Aber man hat schon mal etwas gehört. Ein Floppy-Geräusch. Das ist ja schon gar nicht mal so schlecht. So, das gute Ding hat ja hier mehrere Knöpfe. 1, 2, 3 Stück. Ich drücke mal jetzt auf den rechten. Dann habe ich einfach nur ein Reset. Gut. Dann drücke ich mal auf die goldene Mitte. Und voilà, ich bin im Hauptmenü. Ja, ob Hauptmenü oder nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich in irgendeinem Menü drin. Ich gehe mal hier so ein bisschen weiter nach oben. Ja, ich würde sagen, ich lade jetzt meinen Linux-Rechner hoch
Und dann werde ich mich gleich per OBS melden. Lass die Kamera hier vielleicht noch so ein bisschen auf Standby, noch so ein bisschen mitlaufen. So, bevor es losgeht, noch kurz zwei Sätze zu meiner 1541p oder besser gesagt Pi 1541. Ich hatte ja das Problem, dass die Pi 1541 nicht funktioniert hat. Da ich der festen Meinung war, okay, das liegt am Netzteil, das habe ich mir endlich mal hier so ein Power-Netzteil geholt mit 65 Watt. Und vorne ist noch ein alter USB-Anschluss und der hat 18 Watt. So, und ich habe über beiden Anschlüssen, habe ich die Pi noch einmal gestartet, über den Raspberry Pi. Und leider funktioniert, hat das dann immer noch nicht funktioniert. Und deswegen habe ich jetzt die Pi 1541 wieder eingeschickt. Und ja, wie das Zufall manchmal dann so will, dann bin ich halt eben auf die Anzeige gestoßen von der Ultimate 2. Und ja, deswegen jetzt die Ultimate 2. Und das Ganze mit der 1541 Pi ist jetzt erstmal auf Eis gelegt. Nur so am Rande kurz erwähnt. So, die gute Ultimate 2 Plus hat hier drei verschiedene Knöpfe. Eigentlich ganz einfach gehalten. Hier rechts ist ein Reset-Knopf. In der Mitte kommt man ins Ultimate 2 Hauptmenü hinein. Und ganz links ist eine Freeze-Funktion. Ja, ich würde sagen, ich starte mal das gute Schätzchen. So, machen wir es mal an. Dann sollte eigentlich jeden Augenblick ein Bild erscheinen. Und zwar in meinem Fall Final Cartridge 3, weil ich das jetzt so eingestellt habe, dass jetzt das Steckmodul Final Cartridge 3 emuliert wird. Und dementsprechend startet es sofort. So, wie kommt man hier wieder raus? Eigentlich ganz klassisch, indem man Reset drückt und die One-Stop-Taste. Das mache ich mal eben. Und schon wäre man im klassischen Basic drin. Einmal ist die Lampe mal ein bisschen anders, dass man das besser sieht. So, der USB-Stick, der verhält sich im Endeffekt so, wie beim Computer, also wie beim normalen Computer auch. Man kann ihn eigentlich jederzeit rein- und rausstecken. Man sollte das natürlich nur nicht während eines Lade- oder Speichervorganges machen, aber ansonsten ist das überhaupt kein Problem. Nur danach muss man natürlich sofort mounten, indem man hier in die Mitte drückt. Hier sind drei Tasten. 1, 2, 3. Sieht man hier einmal die mittlere Taste. Und dann geht, so, genau, dann geht dieses Menü hier auf. Und hier sieht man auch Scan this Cruiser Fit. Ich denke mal, so heißt der USB-Stick. Ich kann den hier einfach mal rausziehen. Und dann schwupps, dann ist halt eben dementsprechend der Eintrag auch weg. Und wenn ich den jetzt wieder reinstecke, 1, 2, 3 Sekunden später wäre dann in dem Sinne ja der USB-Stick schon erkannt. Also das wäre praktisch jetzt hier so das Grundmenü. Hier hat man einmal die MAC-Adresse. Wenn man das Ganze jetzt hier mit dem Heimnetzwerk verbinden möchte, dann hätte man jetzt hier noch die MAC-Adresse. Ob man die zwingend braucht, weiß ich gar nicht so genau. Temp Remdes, ich kann da mal hier drauf drücken, Enter. Da weiß ich auch nicht so genau, was das ist. Ich gehe mal wieder raus. Mit One-Stop kommt man ganz raus. Ja, ihr merkt, so ganz so fit bin ich noch nicht mit dem ganzen System. Shift links. Also mit den Pfeiltasten links kommt man dann dementsprechend wieder zurück. Flash-Disk, das habe ich schon mal ausprobiert. Und zwar habe ich verschiedene Cartridges installiert. Ich meine, das wäre das gewesen. Genau, das sind hier die Cartridges. Action Replay, Final Cartridge 3, also die klassische, und 3 Plus. Und das ist Maniac Mansion, meine ich, genau. Maniac Mansion als Cartridge. Gehe mal wieder raus. Und bei ROMs, da könnte man dementsprechend noch, weil die Sifidos und wie sie alle heißen, also ein anderes Kernel praktisch mit, da hier sieht man es, den ganzen ROMs, kann man da dementsprechend noch mit installieren. Also es wird wohl auch die 1581 und die 1571 unterstützt. Ich habe es mal getestet mit der 1581. Also da ist der jetzt öfters abgeschmiert. Kann natürlich auch daran liegen, dass ich vielleicht nicht aktuelle ROMs hier drauf habe. Das weiß ich nicht so genau. Die waren jetzt hier schon drauf und da muss ich einfach noch schlau machen. Die 1541, die klappt auf jeden Fall super.
So, dann gehen wir hier wieder raus. Wenn man F2 drückt, also Shift F1, dann kommt man in dem Setup-Menü, nenne ich es einfach mal. Und hier kann man auch so einiges einstellen. Clock-Setting. Ja, hier kann man das Jahr eingeben. Stimmt das überhaupt? 27. März. Jo, stimmt. 19.24 Uhr. Stimmt. Jo. Correction. Was das genau ist? Keine Ahnung. Audio-Settings. Ja, hier hat man auch diverse Möglichkeiten, am Sit etwas einzustellen. Aber ich denke mal, da die mit der Taste links, kommt man wieder zurück ins Hauptmenü. Also das wäre dann Shift, Pfeil nach rechts. Ja, und dann hätten wir hier noch Audio-Settings. Ja, hier sind viele verschiedene Funktionen, die Final Cartridge noch mitbringt. Ja, wie zum Beispiel Speaker Volume. Ich habe es bei mir jetzt hier auf Lautstärke 1 gestellt. Also ich mag es lieber da ein bisschen dezent. Man kann es sogar ganz abstellen mit Disable. Ja, aber wie gesagt, ich finde es schon so okay. Und jetzt kommen die verschiedenen Sit-Einstellungen. Sit Left, Sit Right. Also es werden praktisch zwei Sits emuliert. Ich weiß nicht, ob emuliert oder simuliert, wie man das auch immer nennt. Hier kann man auch noch verschiedene Einstellungen vornehmen, ja, mit irgendwelchen Speicheradressen. Okay, so tief bin ich ja jetzt nicht drin in der Materie. Das Ganze bringt, glaube ich, eh nur etwas, wenn man einen vorhandenen Klinkeanschluss benutzt. Das ist bei mir jetzt nicht der Fall. Also diesen hier, hier ist also ein schöner Klinkeanschluss und den kann man natürlich auch voll benutzen. Und dann hat man dementsprechend noch mehrere Möglichkeiten, soundmäßig sich hier auszutoben. Und hier kann man auch noch verschiedene Lautstärken einstellen. Auch fürs Tape, Pan, weiß ich nicht so genau, was ist. Da die Frage an euch, was ist mit Pan gemeint? Da bin ich raus. Vielleicht kann ja der eine oder andere was in die Kommentare schreiben. Software IEC Settings. Das wäre eher schon ein bisschen interessanter. Vor allem, wenn man einen Printer hat, hat man hier auch nochmal mehrere Möglichkeiten. Aber hier mit dem Bus einstellen, das hat jetzt hier nichts mit der Floppy ID zu tun. Können wir mal ganz kurz reingehen. Man geht nämlich von 8 bis 25. Was das genau ist, weiß ich nicht. Das würde mich auch mal interessieren. Da kann jemand ganz gerne etwas in die Kommentare schreiben. Ja, mit dem Punkt Printer beschäftige ich mich, wenn ich mal einen Printer haben sollte. Ja, Modem-Setting, das wäre noch interessant. Das wird mein nächster Step werden, das Ganze mit dem Netzwerk zu verbinden. Ich gehe einfach mal in die Option hinein, was man hier so einstellen kann. Listing Port 3000. Do Ring Sequence. Enable. Da bin ich ehrlich gesagt, habe ich überhaupt keine Ahnung von. Hier kann man noch Pfade einstellen. Okay, ich denke mal, das ist auch klar. Wo was wie wo liegt. Ob ich da überhaupt was einstellen muss, ob die Standardwerte nicht reichen. Das werde ich halt eben alles nochmal ausprobieren. Hier wäre wieder interessant, hier bei Cartridge kann ich dann dementsprechend verschiedene Steckmodule als CAT-File hier hinterlegen. In dem Fall habe ich jetzt hier Action Replay, Final Cartridge 3, 3 Plus. Hier ist noch mein Mensensack McCracken. Und hier könnte man noch irgendwie etwas anderes dementsprechend eingeben. Enter manuell, wenn ich es einfach mal wegmache. Gucken, was dann passiert. Dann sieht es erstmal schöner aus. Ja, Fast Reset, Disable, Alternate Channel, das wäre auch noch interessant. Da möchte ich mich auch noch mal so ein bisschen austoben. Vielleicht mal so ein Jiffy-Doff oder ähnliches drauf zu spielen. Mal gucken, was dann passiert. Genau, RAM Expanded Unit, also wenn man so eine ROI als Beispiel hat, muss man, denke ich mal, hier auf Enable gehen, beziehungsweise genau, Georam gibt es ja auch noch. Könnte man hier dementsprechend auch emulieren. Und dann auch, wenn man es haben möchte, mit 2 MB oder das geht sogar bis 16 MB. Also ist auch nicht schlecht. Auch noch was spezielle ROI-Einstellungen. Map Ultimate Audio Disable, keine Ahnung. Map wäre eine Karte, Ultimate Audio und eine Speicheradresse. Ja, was das genau heißt, weiß ich nicht. DMA Lord Minix ID wäre 8. Was haben wir da wieder zur Auswahl? 8 bis 25. Keine Ahnung. Button Order, genau. Hier kann man die Reihenfolge noch ändern, ob man den Reset-Knopf
rechts haben will, sowas bei mir eingestellt, kenne ich auch von der Final Cartridge so, Reset-Schalter ist rechts, dann könnte man dementsprechend auch nach links packen, wenn einer damit besser klarkommt, Linkshänder vielleicht, könnte er sein. Dann CPU-Einstellungen und was vielleicht auch noch interessant ist, Force 2M, 2 MHz Support, also praktisch mit Gewalt 2 MHz an der CPU zu geben. Shadow RAM hätten wir da noch. Und hier bin ich auch dann schon wieder raus, was man hier machen kann. Ultimate DOS. Okay, könnte man einfach mal alles mal testen. Einfach mal auf NL bestellen. Warum nicht? Aber wie gesagt, ich bin jetzt hier noch mit den Standardwerten hier unterwegs. User Interface Setting. So, was haben wir denn hier? Achso, hier kann man hier das farbliche Layout wohl ein bisschen anpassen. Home Directory kann man hier noch eingeben. Enter Home and Start. Autosave Config. Ultikopy Use Dist Name Enable. Das würde mich auch interessieren, was da genau mit gemeint ist. Ich kann mir zwar so in etwa denken, aber was da genau hintersteckt, das würde mich jetzt doch interessieren. Tape Setting, ich denke mal, ist auch selbsterklärend. Ich kann bestimmt zwischen den beiden Systemen hin und her switchen. Genau, PAL und NTSC. Drive A Setting, genau. Und hier kann ich sagen, Drive A, du bist 8, 9, 10 oder 11. Du bist eine 1541, 1571, 1581. Der 1581, da habe ich schon diverse Versuche gestartet. Die haben bei mir jetzt nicht so super funktioniert. Kann aber auch am ROM liegen. Da bin ich mir nicht so ganz so sicher, ob das ROM, was ich da gewählt habe, ob das so ziemlich up-to-date ist. Aber erstmal möglich wäre das auch. Das gleiche dann für B. Also man kann maximal 2 Laufwerke emulieren, obwohl der Commodore ja eigentlich ja 4 kann. Ist man hier jetzt auf 2 begrenzt. Aber viel mehr als 2 brauche ich eh nicht, habe ich noch nie benötigt. Und deswegen ist das absolut okay. Man sollte an der Stelle natürlich mal erwähnt werden. Ja, Netzwerksetting, auch klar. Ich habe hier eine statische IP der Nummer 64. Ja, das passt auch. Die ist sogar frei, habe ich schon nachgeschaut. Die kann ich auf jeden Fall nehmen. Ich weiß nicht, ob ich die auch noch verändern kann. Ach, könnte ich sogar noch verändern. Ich lasse es mal auf 64. Gibt ja auch irgendwie Sinn, die Nummer 64. Beim Commodore 64, hahaha. Die typischen Netzwerkgeschichten hier. Könnte mein Hostname noch verändern. Hier reinschreiben. Tuxas Commodore oder weiß ich. Ja, und das wäre es eigentlich auch schon. Habe ich nur etwas verändert? Nein. Ansonsten würde jetzt die Veränderung würde jetzt geflasht und dann beim nächsten Reset würde dann dementsprechend das Ganze aktiv werden. Ja, und viel mehr gibt es ja eigentlich auch nicht zu sagen. Ich kann nochmal kurz in den automatischen Filebrowser hineingehen, beziehungsweise, was heißt automatisch, in den integrierten Filebrowser. Also ich gehe jetzt nochmal ganz kurz raus mit One Stop. Man kommt ruckzuck im Filebrowser rein. Man muss einmal hier in der Mitte drücken. Und dann kommt jetzt hier nochmal die Aufforderung, nochmal Enter zu drücken. Also dann im Endeffekt zweimal Enter. Und dann wäre man jetzt hier schon im File-System drin, also praktisch auf dem USB-Stick. Und dann hat man hier dementsprechend Directory und kann halt eben 85.000 Spiele spielen, wozu man eigentlich gerade Bock hat. Komm, wir machen mal einen Test. Wir mounten mal Elite. So, jetzt ist es gemountet, das heißt, die ist praktisch virtuell eingelegt. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Und da ich die Final Cartridge habe, kann ich auch die F-Tasten benutzen. Und dann gehen wir mal hier hinein, laden das Ganze mal. 177 Blocks. Da werdet ihr sehen, dass in Kombination mit der Final Cartridge das Ganze natürlich super funktioniert. Und wie gesagt, die Final Cartridge ist ja nicht physisch mit dran gesteckt. Sieht man ja jetzt hier auch, hier ist nur die nackte reine Ultimate 2 dran, sonst nichts. Innen drin ist auch alles original, nichts verlötet oder ähnliches. Aber man kann halt eben etliche Cartridge, kann man halt hier mit halt eben nur mal emulieren und dann ruckzuck ist das Ganze dann auch gestartet. Ja, bei dem Spiel wäre es vielleicht interessant, wenn man das mal so auf 2 MHz stellt, ja, wie sich das Ganze dann verhält. Mir ist aber auch nicht die absolute Elite-Profi. Ich kenne das zwar auch aus den 80er Jahren, aber ich glaube, damals war ich da noch auch nicht so gut drin. Also ich habe eine Fülle von 7 Lichtjahren.
Okay, was muss ich jetzt machen? Okay, F1 war die Taste der Wahl. Also, wie geht das jetzt? Ah, hier kann ich schon mal schießen. Keine Ahnung, was ich jetzt machen muss, wie das geht. Sind die Punkte jetzt Sterne aus dem Gegner? Man weiß es nicht, ne? Irgendwie passiert ja nichts, ne? Front View. Komm, ich flieg mal in das Loch rein. Oh, oh. Oh. Komm, ja. Game over. Ja, okay. Gut. Ja, so viel zur Ultimate 2 Plus. Wirklich ein wunderschönes Teil. Ja, im Vergleich zu einer SD2IC ist natürlich jetzt hier der Vorteil. Einmal die Zusatzfunktion, aber darum ging es mir eigentlich nicht hauptsächlich, sondern darum, dass die SD2IC nicht alle Spiele unterstützt. Zum Beispiel das D42 Adventure System, damit macht es Probleme. Pirates macht es mit Probleme. Es gibt so ein paar Spiele, die ich auch wirklich sehr, sehr gerne spiele, die ja darauf aus irgendwelchen Gründen halt eben nicht funktionieren. Weil die hundertprozentige Funktion ist halt eben nicht gegeben mit einer SD2IC, sondern mit der Ultimate 2 sagt man ihr nahe, dass sie ja an die 100% drankommt, an einer echten Floppy. Und ja, deswegen habe ich mir das Schätzchen jetzt zugelegt, auch damit ich jetzt mit meinem Programmieren dementsprechend dann auch schneller bin. Ich kann immer direkt hier drauf programmieren, abspeichern, hin und her switchen. Das ist doch wesentlich angenehmer und auch vor allen Dingen hardware-schonender, als wie ständig immer hier dieses Diskettenwechsel. Also, ja, das waren so die Hauptgründe, warum ich mir das Teil hier zugelegt habe. Das Ganze ist natürlich auch schön schlank und so weiter, integriert sich hier schön. Und ja, was will ich mehr? Das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich denke mal, es wird doch in den nächsten Wochen nochmal ein Folgevideo kommen, wenn ich nochmal ein paar mehr Informationen gesammelt habe, wenn ich das Ganze jetzt übers Netzwerk angeschlossen habe und solche Geschichten. Ja, ich habe ja in dem Video einige Fragen gestellt und das ist auch so ein bisschen Eigennutzen an diesem Video. Vielleicht kann der eine oder andere mir noch einmal einen Tipp dazu geben, was die ganzen Einstellungen bedeuten, was Sinn macht, was vielleicht eher weniger. Das wäre natürlich auf jeden Fall eine feine Sache. Ja, in dem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!